Wir sind jetzt in der Galerie, das ist hier also in Zürich. Das ist ein Teil von zweieinhalb, drei Tätigkeiten. Ich arbeite 50% an einer Schule in Basel. Projektschule, integrativ arbeiten, klassenübergreifende Sachen, Neuerungen, die übernommen sind, teilweise jetzt auch von Finnland. Hier in der Galerie bin ich zwei Nachmittage, je nachdem, ein bisschen mehr am Essen natürlich dann auch. Und daheim braucht es sicher auch wieder mal Recherchenarbeit oder eben, dass ich an Sachen von unseren Künstlern gehe, dass ich unterwegs bin. Das ist das. Und zum Dritten noch bin ich noch am alles jetzt abschließen an der Uni Basel. Und dort Masterarbeit ist durch, noch etwas Letztes. Es ist sicher spannend, die ganze Abwechslung zu haben. Also jetzt 100% nur Schule geben, jeden Tag nur vor den Schülern stehen, das fände ich schwierig. Das Studium habe ich 100% gemacht, das war jetzt nicht mehr möglich. Jetzt habe ich nebenan wollen und müssen arbeiten auch. Und in der Kunstwelt 100% arbeiten und zu überleben damit ist halt schwierig. Da könnte ich es 100%, da bräuchte ich jetzt nicht die Abwechslung unbedingt von allen anderen Jobs. Logisch würde es mir fehlen, mit den Kindern und mit den Jugendlichen zu arbeiten, aber es könnte man auch rein museumspädagogisch oder auch, wenn wir würden ein Förderprogramm, irgendetwas, also quasi Kinder zur Kunst bringen oder so, wenn wir das hier aufziehen würden. Also wenn noch immer 100%, das wäre dann sicher auch in die Richtung. Also Schwierigkeit würde ich sicher nicht nennen, häufig Falzlicht. Jetzt ist Notenschluss an der Schule und Deadlines für Messeanmeldungen und wenn das in die gleiche Woche fällt, ja, dann würde ich sicher schwierig sagen. Aber grundsätzlich denke ich, ist das nicht so eine Sache. Und du kannst halt viel von der Kunst kannst du auch für einen Unterricht verwenden und du kannst das also ich unterrichte Deutsch, ich unterrichte Englisch und wir haben ja eben ein Spezialkonzept sowieso und da hat Kunst und auch Museumsbesuche haben sehr viel Platz. Nachdem die Schweiz sehr klein ist, ich ein GEA habe und zwei Sachen halt auch in Basel sind, wo ich wohne und hier nach Zürich komme ich eben ein bis zweimal in der Woche und das denke ich, lässt sich einfach dann auch vereinbaren. Galeriearbeit, das ist nicht einfach nur 1 bis 6 Uhr abends. Das kann dann auch gut sein, dass ich die Zeit so nutze, dass ich bis um 10 Uhr auch mal da sitze, also vor allem im Sommer. Und dann hast du locker auch schnell viel Zeit drinnen. Und Basel, Uni und Schule, das denke ich, das haben viele ähnlich. Es ist für viele wahrscheinlich ein Traum, eine eigene Galerie zu haben. Ich wäre sicher gerne beteiligter als jetzt. Also jetzt bin ich da und arbeite für einen Armin Berger. Und in dem Sinn bin ich direkt in allem betroffen oder so, oder verkauft. Ich kriege einen Prozentsatz von dem, was wir verkaufen und alles. Aber ich darf auch sehr viel entscheiden, hier, was schön ist. Mit einer eigenen Galerie, denke ich, wäre es noch mal mehr. Und man lebt es, denke ich, auch sicher viel intensiver. Aber wie gesagt, der Interessepunkt wäre eigentlich aber schon Richtung Auktionshaus zu gehen. Das ist ein viel grösserer Betrieb. Und ich meine, ja, logisch träumen von so grossen Galerien wie Hauser Wirth etc. Aber das wäre dann auch nicht eine eigene. Also es wäre dann eher bei einer Branded Gallery irgendwie schön reinzukommen. Das ist der Traum. Viel, viel mehr als eine eigene Galerie.